So, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und Leute, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit so ein paar Ideen. Und ich finde die eigentlich auch ganz witzig, zum Beispiel das hier jetzt gerade. Aber irgendwie weiß ich auch nicht genau, warum oder beziehungsweise ob ich das zeigen sollte, weil das teilweise nur so komplett mini kleine Konzeptideen sind. Und ich weiß nicht genau, vielleicht mache ich so eine Art Serie draus, eine Miniserie von so Sachen, die ich halt einfach quasi vorstelle. Das sind quasi so Mapmaking-Shorts wieder. Was ich gemacht habe, ist sozusagen eine Art Technik für eine Adventure, für eine PvP, nee, nicht PvP, Adventure-Map, beziehungsweise halt so eine Parkour-Map oder sowas, wo man sich halt so spiegeln kann sozusagen. Heißt, man kann irgendwo hingehen, wenn man dann rechts blickt, wird man sozusagen gespiegelt. Das Ding ist aber, weil mir das ein bisschen zu kompliziert war, aber auch noch die Blickrichtung zu ändern, habe ich einfach die Blickrichtung übernommen, dass man einfach immer in dieselbe Richtung guckt. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das wird irgendwie scheiße. Und jetzt wäre ich wieder an diesem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr und würde die Welt beenden. Man hätte dann sozusagen diese Technik jetzt so gelassen, würde sie dann wahrscheinlich in einem Monat mal öffnen und sagen, ach, guck mal, alt, und würde die Map dann löschen. Und ich habe mir gedacht, bevor das passiert, zeige ich euch mal ganz kurz, was ich hier so gemacht habe, damit ihr da vielleicht mal was damit anfangen könnt. Vielleicht braucht ihr gerade genau diese Technik oder sowas. Denn es ist eine Technik, die relativ neu ist, beziehungsweise eine Technik, die ich noch nicht gesehen habe. Zeige ich sogar erstmal ganz kurz eine Kleinigkeit. Und zwar, muss ich mal ganz kurz gucken, wer da hinter mir steht. Oh Gott, war aber niemand. Ach man. Oh Gott, da ist er. und zwar haben wir einen Armor-Stand, natürlich hier, der Mirror Me heißt, bla bla blub. Das ist schon mal alles easy, ja. Das ist quasi einfach ganz normaler Armor-Stand und der leuchtet halt. So, das nächste, was wir hier haben, sind ein paar Command-Blöcke, die im Endeffekt also zum größten Teil dasselbe machen, aber am Anfang so ein bisschen, ja, so die so elementar sind. Also wir haben zuallererst ein Stats-Command, und zwar Stats-Entity, wir können hier eigentlich auch anstatt im Execute einfach add A machen. Ich war einfach ein bisschen blöd. So, add A Mirror, das heißt sozusagen, dass hier, wenn ein Spieler ein Command ausführt, dann wird man Mirror-Score auf diese Zahl gesetzt, in dem Fall halt auf 1, wenn der Command ausgeführt wird von mir. Deswegen wird diese Technik wahrscheinlich auch nicht mit anderer Technik zusammen funktionieren, weil sobald ich einen Command ausführe über den Command-Block, habe ich dann schon diesen Score. Und ach, das heißt dann sozusagen, dass diese Technik hier als allererstes eingeschaltet werden muss, damit das funktioniert. Hat was mit Reihenfolge zu tun und ist ein bisschen doof. Aber ja, das ist sozusagen die eine Sache. Das heißt, wir haben einen Score, was Mirror ist, und das ist ja ein Dummy. Und daraufhin, ja, sozusagen wissen wir schon mal, wann ich einen Command ausgeführt habe. Danach haben wir den Command, dass wir sozusagen unseren Armor-Stand zu mir tippen, und danach wird dieser Mirror-Score auf 0 gesetzt. Wichtig hierbei ist, dass zuerst dieser TP-Befehl kommt und danach dieser Mirror auf 0 gesetzt wird, denn wir tippen ja sowieso konstant zu uns und daraufhin dann von uns dann sozusagen wieder weg in eine bestimmte Richtung. Und das würde dann sozusagen bedeuten, dass ich durchgehend einen Score von 1 habe, weil dieser Command ja funktioniert. Deswegen habe ich ihn quasi dann direkt danach auf 0 gesetzt. Also quasi erst wird es zu mir tippet, danach auf 0 gesetzt und danach wird getestet, was genau davon ich jetzt schon gemacht habe. Und warum das so ist, zeige ich euch einfach mal jetzt. Wir haben hier sozusagen eine Technik, mit der ich testen kann, auf welcher X-Koordinate ich bin. Und zwar sehen wir hier, Moment, wenn wir eine X, also quasi die X-Koordinate sind wir gerade bei 2. Das heißt sozusagen, wir gucken hier, wenn jemand bei x2 ist und dx0. Aber das Ding ist, wir sind hier quasi bei a2, also bei x2 und x insgesamt, also maximal 2. Das heißt quasi, dass wir sozusagen auf dieser kompletten x-Achse erfasst werden. Das Ding ist aber, dass es nur dann so der Fall ist, wenn wir diesen execute-Command, wenn der Command-Block executet, dass wir executen, dass wiederum wir executen. Das heißt, man kann normalerweise mit einem NP machen. Mit dieser Technik ist es egal, weil es sowieso nicht multiplayer-freundlich ist. Also quasi add A machen. Und das heißt, es muss ein doppelter Execute sein. Und daraufhin müssen wir dann hier den TP-Befehl von dem Armor-Stand machen. Also sozusagen, wenn wir auf dieser Koordinate sind, TP'en wir unseren Armor-Stand dann relativ quasi von uns weg. Und zwar nur dann, wenn ich diesen, wenn ich quasi auf dieser Position bin und nur auf dieser X-Koordinate. Was ihr vielleicht seht, es wackelt manchmal so ein bisschen hin und her. Also so hier dieses, das ist ein bisschen doof, dass ich quasi, ich weiß nicht, ich gehe nach links und er geht mit nach links und das ist irgendwie doof. Und dann irgendwann hüpft er sozusagen rüber, so schreibmaschinenmäßig, und das finde ich ein bisschen doof. Auch so eine Sache, warum ich diese Technik nicht weiterführen möchte.
Und normalerweise, wenn ich jetzt sozusagen auf X1 und X2 stehen würde, sozusagen so quasi so auf einer Mitte, auf einem Mitting-Block, dann würde beides der Fall sein, da ich dann sowohl in diesem Block sozusagen hier als auch da drin stehen würde. Und daraufhin würde ich meinen Block nicht nur 2 oder 4 nach negativ XTPen, sondern halt 6. Und dann wäre der Block, dieser Amos dann halt viel zu weit da. Und später wird es halt immer noch fataler und das summiert sich dann natürlich dann auch noch. Das ist ziemlich dämlich. Deswegen habe ich halt diesen Stats-Command hier genommen und dafür gesorgt, dass quasi, wenn ich sozusagen diesen Command ausführe, habe ich ja danach einen Score von Mirror 1. Das bedeutet, dass ich danach nicht, also keinen von diesen Command-Blöcken mehr ausführen kann, also von diesen TP-Befehlen, und deswegen immer nur einen TP-Befehl benutzen kann und er sich deswegen dann halt für einen entscheiden muss. In dem Fall halt den, der zuerst von den Command-Blöcken geschrieben worden ist, das ist in dem Fall eigentlich immer die kleinere X-Koordinate. Das heißt sozusagen, ja, dass wenn im Zweifelsfall hier in der Mitte ist, dann ist es doch immer noch eher die kleinere Variante und dann geht es erst hoch. Ja, das ist sozusagen die Idee dahinter, warum ich das mit Stats gemacht habe. Ansonsten wäre das gar nicht mal so kompliziert, aber Mojang und Minecraft, ach, ich weiß auch nicht, manchmal ist es ein bisschen zu kompliziert alles. So, dann haben wir hier wirklich bis zu 15 jeweils, bis X15 und dann irgendwann bis, hier X-15 haben wir dann diese, diese TP-Befehle und dann danach, das ist auch relativ wichtig, dass es dann hinten dran ist, haben wir einen TP-Befehl, also quasi, wenn wir den Score Mirror Me, das ist sozusagen Spiegel mich, auf 1 haben, dann werden wir TP danach wieder auf 0 gesetzt. Der Score ist im Endeffekt einfach nur ein stat.useItem.minecraft.carrot-on-a-stick. Alles richtig easy. Ich würde normalerweise einen One-Command hierfür machen, aber im nächsten Snapshot wird es keinen Writing-Tag mehr geben, das heißt, alle One-Commands werden, zerstört. Deswegen kommen im Moment auch keine Vanilla Forge Mods, da ich darauf erstmal warte. Dann gibt es dann später einen Passenger Tag, die schreiben die Boote neu. Das heißt sozusagen, bei der Pocket Edition gibt es ja dann verschiedene Passenger, also dass mehrere Leute sozusagen in ein Boot können. Und das wird halt in Minecraft auch gemacht, auf der PC-Version. Und daher kommt dann halt dieser so ein Passenger Tag. Und dann kann man dann sozusagen verschiedene Entities gleichzeitig reinschreiben, was halt richtig cool ist. Ich weiß nicht genau, inwiefern es dann eine Begrenzung pro Entity gibt, aber das wäre relativ cool für One-Commands, wenn man dann einfach die Passenger sozusagen nebeneinander schreiben kann und die nicht einfach so mit Riding immer weiter mit mehr Klammern sozusagen, diese Commands, die normalerweise 10.000 Klammern haben am Ende, wird dann im Endeffekt nicht mehr so sein und man spart sich ein paar Zeichen, was relativ cool ist. Und es wird direkt instant gespawnt und nicht erst so nacheinander. Das heißt, dass die One-Commands dann wirklich mit einem Klick gespawnt werden. Nachteil ist wahrscheinlich dann, dass die Passenger nicht übereinander stehen. Deswegen müsste man dann höchstwahrscheinlich, also so wie ich das sehen werde, würde man dann einfach Command-Block-Minecarts benutzen. Also quasi, dass man einfach so eine Rail drunter packt und dann werden dann einfach Command-Block-Minecarts drauf gespawnt, die quasi so direkt 50 Passenger in sich drin hat. Und dann einfach alle direkt ausgeführt werden. So wird es wahrscheinlich funktionieren. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie das dann noch mit der Reihenfolge und allem funktioniert. Aber ich bin zuversichtlich, dass da die One-Commands vielleicht ein bisschen besser werden. Und vielleicht gehen ja auch die Structure-Blöcke. Ich kann ja ganz kurz hier was zeigen. Set-Block. Structure-Block. Hier, das Ding hier. Ich weiß noch nicht genau. Wir sehen hier den Mode of Save. Und wir haben Structure Block 1 ist Load und Structure Block 2 ist Corner und Structure Block 3 ist Data. Wir haben hier so ein paar Blöcke und die können irgendwas. Und ich weiß nicht, was sie können. Aber, also, beziehungsweise jetzt im Moment können sie für mich, ohne wissen, wie man die bedient, noch nichts. Die Mojang-Ster können das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, noch mal. Aber wenn ich es weiß, dann sage ich Bescheid. Denn ich habe die Vermutung, dass man damit vielleicht mal One-Commands endlich mal besser machen könnte. Dass man wirklich so einfach sagen kann, hey, wir nehmen diese Struktur und teilen die sozusagen einfach irgendwie über eine bestimmte UUID oder was auch immer oder laden die über Mojang hoch. Das wäre so cool, dass man einfach sozusagen so Strukturen als eine Datei speichern kann oder so. Und die dann einfach so, ach, das wäre einfach so cool. Ich weiß nicht. Das wäre richtig super, wenn man da irgendwas anstellen könnte. Aber, also dass man sozusagen so eine Structure oder sowas speichern kann. Sowas wie Structure und dann Save. Und dann kann man irgendwie einen Namen eingeben oder sowas. One Command. War ein Drache oder so, keine Ahnung. So. Und dann wird die Datei sozusagen als eine JSON-Datei gespeichert. Und die kann man dann sozusagen in einem Punkt Minecraft slash Structures Ordner. So.
quasi reinpacken und kann sie dann sozusagen mit einem Structure-Block dann reinfügen oder mit einem Command-Block mit /structure oder sowas, Structure-Place oder so. Das wäre super geil, ich weiß nicht. Wenn ihr da Ideen dazu haben solltet, beziehungsweise wenn ihr die Idee cool findet, kann ich die mal ins Reddit schreiben, vielleicht finden die anderen Leute auch cool. Ja, einfach mal Bescheid sagen und euer Feedback da lassen. Ha, würde mich mal interessieren. Gut, war schön mit euch geredet zu haben. Es war sehr schön, auf jeden Fall. Und ich wollte einfach nochmal ganz kurz zeigen, was normalerweise bei mir im Kopf rumfliegt. Ich hab noch mehr davon. Einfach so Zeug, was ich teilweise dann einfach gelöscht habe, beziehungsweise nicht mehr weitergemacht habe. Weil es mir einfach auf, keine Ahnung, weil ich es irgendwie doof fand und die Lust dran verloren habe. Und ja, vielleicht zeige ich ja demnächst mal noch mehr davon. ich habe im Moment nur leider das kleine Problem, dass Minecraft 1.9 alles über den Haufen wirft, was es gerade gibt, um dann halt natürlich mehr möglich zu machen. Aber es wirft halt alles über den Haufen und so habe ich halt diese Frage, soll ich das jetzt wirklich zeigen, weil in einem Monat funktioniert das eh nicht mehr oder soll ich das wirklich machen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, ne? Wäre ganz cool. Wenn es irgendwann fertig ist, die 1.9, dann kann ich auch regelmäßig irgendwas bringen dazu, beziehungsweise wenn es mal irgendwelche neuen Features geben würde, die man vorstellen kann. Ich habe eine Nase. ansonsten habe ich halt gerade wenig Stoff, den ich zeigen kann. Außer halt, ich baue irgendwelche Maps und das braucht sehr, sehr viel Zeit. Und das habe ich nicht. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Ach man. Ich drücke jetzt auf Beenden. Okay, tschüss.